Wenn in Marne der Letzte ins Bett geht, beginnt in der Süderstraße der Tag. Bereits kurz nach Mitternacht gehen in der Backstube der Bäckerei Balzer die Lichter an. Und der Teigmacher beginnt sein Tagwerk. Bäckermeister, Bäckergesellen, sie alle strömen weit vor Sonnenaufgang in die Backstube. Und über die Süderstraße legt sich an 362 Tagen im Jahr der sanfte Duft frisch gebackener Brote und Brötchen. Mein Bäcker heißt Balzer. Im Jahr 1963 kauft der frisch gebackene Bäckermeister Ernst Balzer in der Süderstraße 19 in Marne den Bäckereibetrieb Kruse und gründet damit die Bäckerei Balzer. Noch heute wohnt sein Sohn Olaf in dem Haus der ehemaligen Backstube. Ernst Balzer machte hier in Dithmarschen zunächst seinen Hauptschulabschluss und begann im Jahr 1950 seine Bäckerlehre beim hiesigen Kalle Bäcker. Seinen Meister macht er wenig später in der Abendschule in Flensburg. Zusammen mit seiner Frau Helga betreibt er den klassischen Bäckereibetrieb. Während sie im Verkauf die Kunden bedient und die Ware verkauft, arbeitet Ernst Balzer mit einem Gesellen in der Backstube. Sein Sohn Olaf wird später in seine Fußstapfen treten. Olaf Balzer ist der jüngste von drei Kindern und beginnt im Jahr 1976 die Ausbildung zum Bäcker. Im Anschluss arbeitet er als Geselle zunächst in verschiedenen Betrieben. 1983 macht Olaf seinen Meisterbrief in Hannover. Inzwischen zählt der Bäckereibetrieb Balzer 6 Filialen in der Region. Am 1. Januar 1989 übernimmt Olaf den Betrieb und baut ihn in den folgenden Jahren aus. Heute hat die Bäckerei Balzer ein stolzes Filialnetz mit immerhin 23 Geschäften. Sie alle werden zentral aus Marne versorgt. Till und Nico Balzer sind die Enkel des Gründers und Söhne von Olaf. Gemeinsam sollen sie ab 2024 den Betrieb übernehmen und leiten. Dann wird Balzer bereits in der dritten Familiengeneration die Menschen in der Region mit leckeren Backwaren versorgen. Und in der nächsten Folge sehen Sie: Morgens in der Backstube.